Grüß euch, ich bin der Richard. Ich bin der Wolfi. Und ich bin der Tobi. Und wir drei sind eigentlich in einem Bergmenschen. Wir drei sind Holzknecht. Und sind auch so in unserer Freizeit relativ viel in die Berge unterwegs. Und würden uns freuen, wenn ihr uns jetzt dann bei den nächsten Folgen ein wenig zuschaut. Wir nehmen euch heute mit in die Labau. Wir sind ein forstliches Bildungszentrum, wo man alles lernt, was man für die Forstwirtschaft so braucht. Der Tobi baut mit seinen Leuten heute eine Seilbahn auf und zieht da damit das Holz aus den Steillagen raus. Und der Richard hat einen Kurs Seilklettertechnik mit Auszubildenden und übt mit denen unter anderem, wie man Verletzte vom Baum runterbringt. Und da rutscht aus, hast du vorher andere Eisen gehabt, oder? Ja, immer schon. Ja, genau, das ist jetzt halt die andere Dornenform. Ich habe ein bisschen den Verdacht, die Dornen, mit denen, wo man anfängt, mit denen fühlt man sich am wohlsten. Dort da ruhig einmal probieren, was euch besser taugt. Also, das sind Auszubildende, die werden Forstwirte und die haben jetzt also ein freiwilliges Wahlmodul. Baumsteigen, also Steigen am Stamm mit Steigeisen. Die kraxeln jetzt praktisch mit Steigeisen und mit einer Kurzsicherung da am Baum auf. Dann im zweiten Schritt werden sie mal das Abseilen probieren. Da nehmen sie dann ein Seil mit auf, dann seilen sie sich an dem Seil runter. Und im letzten Schritt müssen sie sich gegenseitig auch retten können. Das heißt, wenn einer mal irgendwas hat da oben, schneidet sie aus Versehen rein oder erwischt ein Websennest oder was auch immer, dann muss ein zweiter in der Lage sein, dass er den da wieder retten kann. Also man hat da so einen Gurt dazu, das ist jetzt ein Sitzgurt in Kombination mit einem Brustgurt und so eine sogenannte Kurzsicherung. Also das ist so eine Schlaufe, die legt man um einen Stamm rundum und die kann man in der Länge verstellen mit so einem Seilverkürzer. Also den kann man da in der Länge kann man das variabel machen, sodass das halt zum Durchmesser vom Baum passt. Genau, und dann die Eisen, die werden ein kleines bisschen reingeklopft. Ziehen sie aber dann großteils vom eigenen Gewicht rein. Also das sind die Steigeisen und man steigt da im Grunde bloß mit dem einen Dorn ins Holz. Einen Helm noch und in dem Fall sind jetzt das noch so ein bisschen so durchdrehen geschützte Handschuhe, weil wenn man da mit dem Handsäge einschneidet und man rutscht einmal ab, dann kann man sie nicht so leicht in die Hand einschneiden. Wie ist denn der Unterschied zwischen Baumklettern und Bergklettern? Beim Baumsteigen, da ist man immer gesichert, so dass man überhaupt keinen Zentimeter runterfallen kann. Also ich kann mit den Füßen einmal wegrutschen, bin dann sofort in der Sicherung, weil beim Baumsteigen, da hat man immer ein Material, das statisch ist, also das sich nicht dehnt. Und deswegen darf man da auf gar keinen Fall einen Sturz zusammenbringen. Und das ist halt in den Berg anders, je nachdem, wenn ich jetzt alpin unterwegs bin, dann soll es auch nicht unbedingt irgendwo reinhauen, aber wenn ich eher beim Sportklettern bin, dann kommt es schon mal vor, dass man einmal ein bisschen fliegt. Und das darf da halt beim Baumsteigen nicht passieren. Das war es jetzt einmal gewesen. Dann suchen wir euch einen Baum und dann steigt da jeder umeinander. Dir passt alles, oder? Also, genau, jetzt habe ich das Gefühl, wenn jetzt die zwei Füße ein bisschen nachher zusammenkommen würden mit den Fersen, dass der Winkel von den Eisen ein wenig schöner wird, glaube ich. Aber die Fußspitzen eher nach außen dran. Dass du bloß mit dem Eisen an den Stamm reinkommst. Das musst du aber selber gespannen. Also, ja, genau, der war nicht gut. Dann machst du so, wie es dir taugt, die Ritter nicht mehr drei. Die kraxeln jetzt eh schon ganz schön weit auf. Also. Das ist schon ganz schön hoch für den Anfang. Also mal ganz oben, wenn man ist, auf das schon ein wenig so, wenn der Baum schon wogelt ein wenig, das ist oft ein wenig, ja, wie soll ich sagen, fühlt man sich schon ein wenig unsicher, aber trotzdem, wenn man da so weit oben ist, über dem Boden, das ist schon cool. Und du hast das schon mal gemacht, oder?
Ja, einmal haben wir ein wenig im Betrieb ein wenig erlebt, da aber auch nicht so stark. Was sind die Gefahren beim Baumsteigen? Runterfallen. Das ist einmal die größte Gefahr eigentlich, aber wenn man da ein bisschen aufpasst, so hat man normalerweise nichts gesehen. Was oft einmal ein bisschen kritisch ist, das ist der Baum, an dem man gerade arbeitet. Also man muss den Baum ja vorher einschätzen und da muss man sich schon ein bisschen Mühe geben, dass man da nicht irgendwas erwischt, das wo nicht hält. Weil es ist schlecht, wenn ich mich irgendwo zu hinge und das hebt dann nicht. Der Baum, der war jetzt eigentlich vorgesehen gewesen für die Übung heute, da ist dann der Grund, warum wir den nicht genommen haben. Okay, da ist jetzt halt schon der Fruchtkörper von einem Schwammerl. Und wie der Baum da innen genau ausschaut, das weiß kein Mensch. Und das ist halt das muss man sich als Steiger vorher aber gut überlegen, wo gehe ich noch auf und wo gehe ich nicht auf. Weil der kann jetzt auch stark faul sein und dann ist er halt nicht mehr so standfest und das ist halt nicht so gut. Ja, anstrengend wird es auch. Also, man schwitzt schon ganz schön. Aber ja, meine, ich gehe noch mehr auf. Einsatzleiter Holzner Christian, Stückl Tobi. Was haben wir für Gefährdungen? Steilgelände, nicht übereinander arbeiten. Okay, stopp. Eins nach einem. Also wir haben Steilgelände, rollende Steine und Stämme. Gut, also nicht nur rollende, sondern auch rutschende. Gell? Also bei dem Gelände ist es doch dann unten relativ steil. Kann was runterrutschen. Ich habe ja eigentlich nicht beim Forst meine berufliche Karriere gestartet, sondern bin eigentlich, habe ich mal Industriemechaniker gelernt, also in der Werkstatt mit Metall, Dran, Fräsen und so weiter. Und bin durch verschiedene Umstände zum Forst gekommen, eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Und bin dann direkt bei den Seilern gelandet, also beim Seilkran. Und habe das dann insgesamt 20 Jahre gemacht. Ja, was passt man da auf? Da haben einen Haufen Seile da umeinander. Zum einen sieht man Seile, die nach hinten weggingen. Die werden da quasi da hinten eingezogen und die halten die Maschinen zurück. Das sind die sogenannten Abspannseile. Und dann geht ein Hauptseil auf, das ist die Trassen. Wenn man sie da an die Maschine hinstellt, sieht man, dass da eine Gassen aufgeschnitten worden ist, die sogenannte Trasse. Und an der da führen wir das sogenannte Tragseil in der Trassen dann da auf. Da fährt dann der Lauf an, das müsst ihr euch vorstellen, wie von einer Gondelbahn die Gondel. Wie kommt der überhaupt auf? Der muss praktisch mit einem Seil aufgezogen werden und das Seil geht die ganzen 200 Meter, so lang ist die Trasse, auf, wird durch verschiedene Umlenkrollen, die an einem Baum dort hängen, umgelenkt und kommt dann da wieder zurück zur Maschine. Also die führt quasi den Laufhang in den Bestand rein, bergwärts. Also ich gehe jetzt mit den Burschen auf. Oben muss man Stützen bauen, eine überfahrbare Stützen. Der Stützenbaum muss dann wieder abgespannt werden, weil da halt eine ganz schöne Belastung aufkommt. Also wir reden da von, was weiß ich was, 2-3 Tonnen. Das heißt also, da hängt schon auch ein VW-Bus da um, sozusagen. Und deswegen gehört das also gescheit verankert. Brauchst du dort Forstwirt, aber sei durch jetzt nicht. Jetzt warten wir mal. Ja, Bergrund ist einfach schöner. Zwar anstrengender und gefährlicher, aber da rührt sich wieder was. Wir bauen jetzt einen überfahrbaren Sattel. Das heißt, dass wir mit dem Laufhang danach über die Stützen drüber fahren können. Und das ist ein Buch. Das ist oben an einer Geländeerhebung. Und dann wird da das Tragseil aufgehängt. Nein, aufgeregt nicht. Gespannt.
Das schaut jetzt so aus. So hängt der praktisch am Baum um drin. Und so läuft jetzt das Seil dann um mich. Das dicke. Das dicke Seil halt, gell? Also das liegt da in der Nut da herin. In der sogenannten Schwertnut. Wie mein Finger, der liegt da als Seil da herin. Und der Laufhang ist auch auf einer Seite geöffnet. Und kann also da dann drüber fahren. Ein hartes Holz und eine dünne Rinden, eine glatte Rinde und heute ist es nass auch noch. Also rutschig. Genau, da ist es auch gut, dass man den Mann da oben so wenig wie es geht hängen lässt. Gell? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das ist, es gibt angenehme Sachen, wie im, am Baum im Gurt drin hängen. Ja, gut, schneide ich runter und dann können wir anfangen. Also er steht jetzt da oben, hat überhaupt keinen Platz zum Arbeiten, hängt praktisch gefangen an dem Baum mit der Kurzsicherung und muss sich das so herrichten, dass er sich da oben maximal nicht blang muss. Also blöd ist, wenn er nicht geschickt ist und muss dann Zeug umeinander rucken. Gut, Christa, dann kannst du aufziehen. Er kann also seine Haxen nicht ausspreizen, er ist da einfach ja, ganz beengt, beengter Arbeitsplatz. Und es geht runter. Also ist gut. Das Einhackeln vom Sodel, das ist eigentlich dann der Abschluss. Wenn der drin hängt, das ist dann das Letzte. Dann macht man da das Montageseil noch weg. Passt mal auf, da kommt noch ein Deckel. Wird es im Nachgang, im Nachhinein, jetzt bin ich auch schon, mache ich schon 2-3 Jahre, also bin jetzt schon heraus aus dem Geschäft. Das ist schon ein gefährlicher Beruf, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber das ist nicht so, dass das so über den Dingen immer so schwebt. Also da schwebt eher so dieses Technische, das Schöne, die schönen Momente und nicht immer die Momente, wo es mal gefährlich war. Also das ist jetzt also, wenn ich ans Auto fahren denke, oder ich tue gerne Motorradl fahren zum Beispiel, wenn ich ans Motorradl fahren denke, dann denke ich mir nicht, ui, in der Kurve war es knapp, sondern da denke ich eigentlich an eine schöne Kurve. Oder beim Skifahren oder was auch immer. Aber und dann ist es eigentlich fertig soweit. Dann muss man runtergehen und runden abspannen. Im Großen und Ganzen hat das passt. Ja, ist schon wieder spannend. Aber Witzknechtblut, das kann ich mir nicht. Da haben wir unsere zwei. Und der Dach schön Wetterbaum. Und an denen können wir das Abseilen jetzt einmal üben. Jetzt müssen sie sich dann an ein Seil hinhängen und wie man dann die Eisen und die Kurzsicherung wegbaut und hängt bloß noch am Seil, das ist halt für manche eine viel größere Herausforderung. Das ist so dran gehängt, da rutscht auch nichts mehr nachher. Und an dem Seil kann man sich dann abseilen. Mein hauptsächliches Körpergewicht hängt am Achter. Und wenn ich da halt ein bisschen nachlasse, dann kommt der wieder runter. Wenn ich da wieder bremse, bleibt er wieder stehen. Jetzt müsst ihr bloß auf eins aufpassen, dass euch den Knoten nicht in den Achter reinwurzelt. Weil das, wenn passiert, das ist schlecht. Das ist nachher dann für den Verletzten. Okay, dann hängt da auch noch einer dort. Ja. Sehr schön, sehr schön. Das sind jetzt neue Knoten, dann verlässt man sich auf einmal auf einen Achter, den man nicht kennt. Man hängt sich an ein Seil, das man nicht kennt, und dabei ist ein Klemmknoten, den man noch nie ausprobiert hat. Und die Steigeisen hat man gestern das erste Mal benutzt, also das ist schon ganz schön viel Neues auf einmal. Da ist das, für das geht es eh super. Dann packen wir unser Zeug zusammen, dann fahren wir hinaus. Hast du mit so einem schon mal gearbeitet? Dann schauen wir da vorne gleich, schauen wir gleich miteinander. Machen wir miteinander. Was machst du? Du machst das System. Ja, genau.
Jetzt ist der letzte Punkt eigentlich von dem Ganzen. Jetzt kommt also eine Rettungsübung. Das heißt, einer hängt sich am Baum auf. Ja, genau. Tut dann so, wie wenn er nicht mehr hinter und nicht mehr führen kann, warum auch immer. Und der zweite kommt dann in den Genuss und darf ihn dann retten. Sprich, aufsteigen, an ihm vorbeisteigen, sich zu ihm hin abseilen und dann mit dazu hängen, seine Eigensicherung lösen und miteinander überlassen. Möglichst behutsam. Jetzt fangen sie langsam das Abseil an. Der hat jetzt da ja, sag mal, einen guten Meter Luft. Und den fährt er jetzt einmal am Abseil auch da runter. Und dann muss er probieren, dass er den Verletzten so knapp wie möglich dazu hängt. Oh, hallo. Servus. Alles klar? Ja. Mit der Bandschling, da macht er jetzt so einen, wie so einen provisorischen Brustgurt. Und jetzt stabilisiert er mit ihm einen Oberkörper. Weil wenn er nicht aktiv mithelfen würde, dann könnte es theoretisch sogar sein, er hängt Kopf nach unten. Und das ist halt nicht so gut. Was da morgen richtig wunderschön ist, das ist, man hängt den anderen im Idealfall so straff, es geht dazu, aber ganz straff schafft man es nicht. Das heißt, der fällt dann auch mal 10 oder 20 cm runter. Das ist halt einmal ganz kurzer, leichter Kick. Wenn er bewusstlos ist, ist es nicht so schlimm. Achtung. Ja. So, fahren wir runter. Genau, sehr ruhig, super gemacht. Okay. War nicht langsam, war aber auch nicht gekudelt und schön ruhig miteinander runtergefahren. Einwandfrei. Ist schon mal was schief gegangen? Ja. Ist das uns? Ein bisschen schwer zu erklären. Da ist an einer ganz einer steilen Leiten über einem Haus, da war unten ein Haus und ein Gastank und eine Straße und eine Bahnlinie, also das hat sich da alles auch gerade so gereizt. Da hat es ein Buch so angetaucht und die ist so schräg da gehängt und die hat da weg müssen und die hat man nicht einfach anschneiden können, die hätte da nicht mehr runterfallen dürfen. Und beim Anschneiden hat es halt dann so einen Schlag gegeben. Also die eine ist so gestanden, ja. Die andere ist so schräg gehängt. Ja. Ich bin mit meinem Seil von da oben runtergehängt und die hat so wegpendelt und wieder zusammenpendelt und da habe ich dann meinen Hax dazwischen gehabt. War jetzt quasi eine glückliche Einteilung, im Nachhinein betrachtet. Es tut weh und schaust erst einmal, wenn du auf dem Boden bist, ist ja schon mal das Schlimmste um mich. Scheiße ist, wenn du da umhängst. Weil da müssen sie erst einmal aufkommen. Gell? Da ist zwar schon ein zweiter dabei, der die Rettung auch kann, aber der muss ja selber dann erst einmal aufsteigen. Und also besser ist schon, wenn man selber noch runterkommt. Ja, jetzt ist die Stützen ist oben, das Seil hängt oben und jetzt muss der Baum abgespannt werden. Da hat man jetzt praktisch das Seil spannen, also das Tragseil spannen, auf dem sich dann später mal der Laufhang bewegt, da hat es den Baum einfach umreißen. Weil der das natürlich nicht aushält, da waren die Hebelkräfte zu hoch und deswegen werde ich jetzt da mit drei bzw. mit zwei Abspannseile abgespannt. Das hat mir im Leben wahnsinnig viel gebracht. Das ist das im Wald. Ich muss irgendwo Stützen bauen und da ist jetzt nicht so der Baum da, den wo ich unbedingt brauche. Und da muss ich mir halt ständig was anderes überlegen.
Also dieses lösungsorientierte Arbeiten, das kommt mir jetzt erst manchmal, fällt mir das so richtig auf, wo es nicht mehr der Alltag ist, dass mir das brutal weitergeholfen hat. Also das nicht verzweifeln, wenn was nicht geht, sondern okay, wie geht's dann anders? Das war Alltag, das war Standard. Wir haben jetzt noch den Seilüberschlag. Da ist jetzt das Umlaufseil über dem Druckseil drüber. Wenn wir jetzt das nicht beheben, dann wird uns dieses Druckseil abschneiden. Oder ein Umlauf abschneiden. Das geht ganz schnell. Das ist so gespannt. Das schneidet sich durch, eins von den zwei Seilen, aber wahrscheinlich eher das Dünnere. Das müssen wir noch mal alles niederlassen und noch mal umfädeln. Was seht ihr da vorne? Das darf nicht sein. Grüß dich! Lass mich meinen Umlauf locker! Ich weiß noch alles. Aber als Seilbahnkurs, das ist halt so eine Sache, dass wir haben nicht viel dabei, nicht bei der Seilbahn. Du bist halt die ganze Zeit rein im extrem steilen Gelände unterwegs und ich bin alle schon gerne am Berg. Da sind auch nicht die wilden Hunde. Ja, wobei da selber einen Wergang. Und das ist halt dann schon, ja, so sagen wir mal, bärige Arbeit. Mordshektik da jetzt, gell? Wenn man sieht, was ganz wichtig ist. Wenn man so ganz viele Seile in einer selben Seilführung hat, praktisch in der Trasse hat, dann müssen die Seile oder dürfen die Seile nicht übereinander sein. Also überschlagen quasi. Aber es kann nicht passieren, dass man es verkehrt zusammenhängt. Und das ist jetzt da passiert und ist jetzt auch ein guter Teil von dem Kurs, von der Schulung. Also normalerweise, gell, macht man das ganz vorne an der Maschine, spannt das Tragseil ein bisschen, dann hat man Luft, der Laufhang fährt so lange vorher, bis das da total locker wird, dass man richtig gut arbeiten kann. Ich mache das 150% sicher. Und dass man das halt lernt, und da gehört aber ganz viel Erfahrung dazu, das heißt, der Seilkrankkurs ist kein Kurs, dann geht man raus und dann kann man, dann fängt erst die Erfahrung an, die man machen muss, draußen in der Natur, im Wald. Sachen zum bewerten lernen einfach. Ja. Aber auf die Frage hin, der Seilkrankkurs, der bedeutet mir brutal viel, weil ich das gern gemacht habe, sonst hätte ich es auch nicht so lange gemacht. Und das Wissen jetzt weiterzugeben, das ist schon toll. Da bin ich mit Herzblut dabei. Alles jetzt weiß man gerecht, wenn es dann noch ein bisschen aufgegeben. Dann sparen wir nochmal auf und. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es passt 100%. Okay, das hört sich gut an. Jetzt haben wir letztendlich das Holz aber. Also da ist ein Holz gemacht worden. Die Burschen haben schon geschickt und jetzt probieren wir die neue Maschine mal aus. Die Seile, das waren eher so die gestandenen Holzknechte, sozusagen. Ist auch nicht so viel geredet worden und auch nicht so wahnsinnig viel erklärt worden. Ich habe mir brutal viel abgeschaut, das Notwendigste halt. Aber ja, ich habe dann meine Ausbildung gemacht, also das ist so mehr so berufsbegleitend. Ich habe eigentlich so ziemlich das gemacht, was ich jetzt auch schule. Die uns den Kurs machen, die Führer, die sind schon alles ausgelernte Forstwirte. Also wir sagen Holzknecht, also das sind Holzknecht. Die wissen, was tun. Und wie gesagt, das Wissen, was sie halt noch nicht wissen, über Seile, über die Maschinen, über ja, verschiedene, was da für Kräfte wirken, das lernen sie eben da jetzt bei mir in dem Kurs. Wir sagen, also wenn mir einer fragt, was tust denn du so, dann sage ich, ich bin Holzknecht. Und das ist ja, das sage ich gern. Also wir Forstwirte da in die Berg, wir sagen Holzknecht zu uns, sozusagen. Wobei die Berufsbezeichnung, die ist regional unterschiedlich. Da gibt es Holzhauer, da gibt es Holzer, da gibt es ja, bayernweit ein bisschen Unterschiede, Dialekt halt. Ich gehe gern am Berg, also da hast du das alles eigentlich in der Arbeit.
Hobby zum Beruf gemacht, genau. Also, schön, dass ihr dabei wart. Das war jetzt der Seilgrankurs. Wir gehen noch weiter, es gibt noch mehr dazu zu sehen. Also, ich mache nicht nur Seilgrankurs, sondern wir unterrichten auch andere Sachen. Ja, freue mich schon, wenn ihr da wieder dabei seid.